Wie wir alle wissen, macht Traktus 3D riesige 3D-Drucke und ihr habt euch jetzt einen T1250 geholt. War wahrscheinlich eine große Entscheidung, nicht schlecht. Wird aber auch an der Zeit, dass man weiß, wie man das Ding bedient. Also, ihr möchtet jetzt anfangen mit dem T1250 zu drucken. Aber zuerst mal müssen wir die ersten Schritte machen. Das hier ist das User Interface des T1250 und das ist genauso wie alle anderen Desktop Series. Stellen wir die Maschine erstmal auf Deutsch. Dafür gehen wir unten rechts auf Setup und dann auf Englisch. Dort wählen wir dann einfach Deutsch aus. Und dann ist die Maschine auf Deutsch. Normalerweise springt sie dann direkt auf Steuerung zurück, was unser Homebildschirm ist. Wenn es nicht passiert, einfach auf Steuerung drücken. Genau. So, kommen wir nun zum Kalibrieren der Maschine. Damit wir die Maschine richtig kalibrieren können, müssen wir die Druckplatte erstmal auf 60 Grad erhitzen. Damit haben wir das beste Ergebnis, weil Material unter Hitze sich natürlich ausdehnt. Darum stellen wir die Maschine auf 60 Grad im Druckbett. Dafür gehen wir auf den aktiven Feld des Druckers, das ist oben links hier, beim Druckbett, und gehen da auf 60 hoch und drücken auf Set. Dann geht der Druckbett automatisch in die aktive Phase, was in der roten Farbe zu erkennen ist. Wenn es gelb ist, ist Standby. Sobald es auf 60 Grad ist, können wir die Maschine kalibrieren. Beim Kalibrieren muss man einfach auch darauf achten, dass das Druckbett sauber ist, ansonsten funktioniert das nicht. So, den Drucker hat es endlich aufgeheizt, beziehungsweise das Druckbett. Und jetzt können wir diesen kleinen Knopf da drücken. Wenn wir den drücken, fängt der Drucker an, sich selber zu leveln. Wenn der 3D-Drucker jetzt fertig kalibriert hat, muss man eigentlich auf Konsole gehen und dann müssen die zwei Zahlen, die nebeneinander stehen, so nah wie möglich sein. Und zwar so richtig nah, 0,0 irgendwas am besten. Wenn das nicht der Fall ist, einfach nochmal kalibrieren und dann kommt man immer näher und näher. Wenn das getan ist, geht man dann auf Konsole und gibt den Command, also das Befehl M500 ein. Damit speichert man dann die ganzen Daten. Müsst ihr normalerweise auch von selbst machen, aber ich persönlich gehe immer gerne auf Nummer sicher. Damit ist der 3D-Drucker nun kalibriert und bereit für den nächsten Schritt. Man sieht sich dann da.